Heute ein weiteres Messefundstück aus Limburg. Und zwar habe ich was von Rigger Selection dabei. Und was das genau ist, das schauen wir uns am Intro an. Los geht's, Kinders. Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich bin heute wieder unabhängig abgefüllt unterwegs, bin bei Rigger Selection und ich habe von der Messe in Limburg in diesem Jahr eine Single Cask Abfüllung von denen mitgebracht. Und zwar ist es ein Lightly Peated Ardmore, der in einem Amarone Fass gereift ist. Also ihr merkt schon, in diesem Jahr hat man das in Limburg sehr gut mit mir gemeint, denn gefühlt kriege ich einfach immer wieder meine Lieblingsabfüllung, nämlich Peated Amarone. Und auf den Trichter gebracht hatte mich der Dirk von Dirks Whisky Welt, also schöne Grüße. Der hatte nämlich gefragt, ob ich dem so eine Abfüllung mitbringen kann. Und dann war ich auf der Messe, bin zu diesem Stand halt hingelaufen, hab so gesehen, ich sag krass, da stand wirklich so ein 250 Liter Amarone-Fass am Stand und die haben da Zeug aus dem Amarone-Fass abgefüllt. Das war eine richtig geile Nummer. Gibt auf meinem Kanal auch einen Short dazu. Also hier von der Whisky Fair Limburg habe ich so ein kleines Short gemacht, eine Minute. Da seht ihr irgendwo mittendrin, habe ich das auch gefilmt, wie die da quasi gerade die Flaschen abfüllen. Gut, also wer hat noch nie bei Rigger was bestellt hat, so sieht das aus. Bei Rigger Selection kriegt man eigentlich noch in der Regel gute Abfüllungen. Auch ältere Abfüllung zu einem angenehmen Preis. Ich kaufe da sehr gerne ein, weil ich da sehr oft in dem Online-Shop irgendwelche Special-Abfüllungen finde, die es schon sehr, sehr lange nicht mehr auf dem Markt gibt. Die haben die aber irgendwie noch in ihrem Shop drin. Und das einzige Problem, was Rigger immer hat, ist das hier. Wenn du das oben abgerissen hast, dann bleibt immer so ein Stück stehen und nachher beim Ausgießen schlabbert das dann. Ja, das stellt nicht scharf. So, ne? Das nervt mich immer so ein bisschen, aber das kriegt man irgendwie nie so richtig hin. Naja. Ja, auf jeden Fall habe ich die Buddel dann gekauft. Also ich habe für mich eine gekauft und eine für den Dirk von der X-Whisky Welt. Und dann wird tatsächlich diese Flasche für dich quasi abgefüllt und am Stand noch etikettiert. Also heißt, dann hat die Lisa Lauinger, schöne Grüße nochmal, die hat dann quasi die Buddel hier für mich direkt vor Ort etikettiert. Und guckt euch mal an, da ist so ein Häschen drauf. Und da ist Whisky Fair 2023 Symbol drauf und ihr seht schon, die Abfüllung heißt Ardmore 1. Ne, da steht auch noch alles drauf. Destilliert 27.05.2011 und abgefüllt dann halt bei mir am 22.04.2023 und es ist ein Second Fill oder nee, stimmt gar nicht, nicht Second Fill. Second Maturation ist ja nun Finish. Heißt also, wir haben keine Vollreifung. Mal gucken, seit wann. Ah ja, hier, Amarone Cask seit dem 11.01.2018, also heißt 5 Jahre, ne? Also 5 Jahre von den 11 Jahren auf jeden Fall im Amarone Fass gewesen. Ja, 59,1%, hat 65 Euro auf der Messe gekostet, kann man wohl jetzt nach der Messe auch noch kaufen, kostet aber wohl nach der Messe für einen halben Liter 75 Euro. Was ich schon wieder bald kritisch finde, aber wenn man jetzt sich das mal ins Hochrechnet, was nehmen so die anderen für so eine Abfüllung, da bist du auch bei über 100 Euro, dann kommst du auch ungefähr mit dem Preis hin. Ne? Ja, was mich schon mal total abholt, kann ich jetzt schon mal zeigen. Guckt euch mal bitte diese Farbe an. Das Ding ist richtig schön rot-rosé, richtig geil. Und ich bin echt gespannt, wie der jetzt noch mal im Glas ist, weil ich habe den auf der Messe, also auf der Messe immer nur kurz genippt, dann okay, Sample abgefüllt, mitgenommen und dann habe ich die Buddels gekauft. Also das war echt so, auf der Messe dieses Jahr war echt so, okay, mitnehmen, 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 weil die Preise waren für mich alle okay und ich habe mir gedacht, das kann man jetzt alles mal mitnehmen, ne? Gut, also, Nase rein, los geht's, Killers. Der riecht anders als der, ich habe ja um Peated Amarone von Nine Springs probiert. Der riecht ganz anders hier. Der hat hier eher so eine leichte Erdbeernote. So eine ganz leichte, aber ist eher so für mich Erdbeer-Vanille. Und ich muss die ganze Zeit an diese Erdbeer-Sahne-Bonbons denken. Kennt ihr diese glatten Campino-Bonbons? Ich finde, so in diese Richtung geht das. Danach riecht sehr intensiv, finde ich. Sehr viel Vanille, sehr cremig, sehr sahnig vor allen Dingen. Und so ein ganz subtiler Rauch, so ein ganz leichter Hauch Rauch im Hintergrund. So ein bisschen, als wenn dir einer so
ein bisschen was so ins Gesicht pustet und sagt, hier, das ist mein Rauch, das ist mein, ne? Oder jemand raucht eine Zigarette vielleicht. So machen wir es. Du, vielleicht nicht eine Zigarette, sondern es ist vielleicht einfach ein Lagerfeuer. Du isst gerade so ein Campino, so ein glattes Campino-Bonbon und verschluckst dich fast daran gerade, weil passiert ja immer wieder, oh, ich sehe gerade, da steht noch ein Weg. Du verschluckst dich immer irgendwie so ein bisschen da dran, weil die ja so glatt sind. Und dann stehst du an so einem Feuer und du kriegst gerade so eine ganz leichte Brise von dem Rauch so ins Gesicht. Das ist so dieser Moment. Sehr fruchtig auf jeden Fall. Fruchtig, vanillig, süß, sehr cremig und dieser dezente Rauch mit dem Hintergrund. Also gar nicht aufdringlich, gar nicht so aufgeladen oder so, das gefällt mir. Na gut, hilft ja nichts, wir probieren jetzt einfach mal. Also, Slangekinners. Ja, also die fast 60% geben schon ordentlich Gas, boah. Wuhu! Also 59,1% sind schon krass. Die merkst du auf jeden Fall. Ist aber auf jeden Fall ganz anders als jetzt zum Beispiel von Nine Springs. Da sieht man erstmal den Unterschied, ne? Hier haben wir einen Schotten, bei Nine Springs haben wir ja einen deutschen Whisky. Aber hier ist so... Ich finde, der ist sehr schokoladig und obwohl der nur lightly peated ist, hat der sehr viel Rauch. Also du kriegst erst diese leichte Erdbeer mit Sahnenote, würde ich sagen. Weißt du, so, du hast so wirklich frisch aufgeschnittene Erdbeeren, bisschen Sahne drüber, so ein bisschen Schokoladensoße oder so da drauf. Und dann kommt volle Lotte der Rauch. Das ist echt so, als wenn ich am Grill stehen würde und würde so volle Ladung den Rauch einatmen. Und dann kriege ich wieder so eine Schokonote. Also wirklich so eine Zartbitterschokolade, die sich wirklich durchzieht, auch zum Abgang hin. Der Rauch geht langsam weg und der Rauch wird langsam durch so eine Zartbitterschokoladennote ausgetauscht. Das ist echt so, als wenn ich erst so, du haust dir erst Erdbeeren mit Sahne rein, dann gehst du eine Runde am Grill und dann knallst du dir nochmal 70% Schokolade rein. Die Mischung ist das. Schmeckt auf jeden Fall lecker, aber der Alkohol ist echt hart. Also die 59,1%, also die geben schon ordentlich Gas. Ich hole mal einen Schluck. Ja, beim zweiten Schluck habe ich mich ein bisschen mehr daran gewöhnt, an die 59,1%, muss man sagen. Aber es ist wieder dieser Erdbeer mit Sahne-Moment. Volle Lotte Rauch, Zartbitterschokolade. Die Kombi bleibt einfach bestehen. Gefällt mir. Ich finde einfach geil, wie vielschichtig Amarone und Peated in Kombination einfach sein kann. Vielleicht müsst ihr damit auch mal ein Tasting machen. Ich überlege mir das mal. Das finde ich cool. Das ist echt eine spannende Kombi. Also ich bin hier bei der Rigger Selection Abfüllung auch bei 4 bis 5 Daumen hoch. Mich stört echt, also was heißt stört? Das ist ja wieder Meckern auf hohem Niveau. Jetzt werden wieder alle sagen, Sascha, mach doch mal Wasser rein. Ja, ich würde gern, aber ich mache es einfach nicht, weil ich möchte einfach den Whisky so probieren, wie es ist. Und ihr wisst alle, dass ich nicht so der Fan bin von, ich kipp mir mal Wasser in Whisky. So. Aber ich finde den auch so gut, mir gefällt der auch so. Und ich würde ihn auch so trinken. Ich glaube, wenn du halt so den zweiten oder dritten Schluck halt weg hast, dann hast du dich ein bisschen daran gewöhnt, an die 59%. Aber es ist auch jetzt nicht so ein Whisky, wo ich sagen würde, der passt jetzt sehr gut zu kaltem Wetter oder so. Ich glaube, das ist schon eher was, das kann man gut im Sommer trinken. Weil der hat auch eher nicht so was Schweres, sondern eher so was Leichtes. Ne? So was Leichteres, Fruchtiges. Und das ist nicht so, dass sich das so wie so ein schwerer Sherry-Whisky runterdrückt, sondern... Auch mit den 59,1% finde ich, ist das ein leckerer Whisky. Und für mich haben sich die 65 Euro da auf jeden Fall gelohnt, weil Peated Amarone ist leider eher selten. Ja, cool. Ich weiß, dass man sehr viel am Stand probieren konnte. Also wenn man da rumstand, hat die Lisa Lauinger immer wieder mal was abgegeben, ohne dass man dafür was bezahlen muss. Das fand ich sehr, sehr nett und sehr, sehr cool. Also, wenn ihr ihn probiert habt, schreibt gerne euer Feedback dazu in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich hier Whisky verkoste. Bis dahin wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.